Okay, wir sind angekommen, das ist hier voll cool organisiert. Ich habe bezahlt, wie viel? 10,50 Euro? Ich weiß jetzt nämlich, wie viel das Ganze dort kosten würde. Guten Morgen, Sene, mein Schatz. Ja, morgen kommst du auch noch mal in den Kindergarten und dann ist Wochenende. Ja. Ja. Heute gehen wir auf den Weihnachtsmarkt. Ja. Johnny kann nicht sondern Schuhe anziehen. Das ist die Rache für gestern Abend. Ich habe auch gesagt, schlafen, du hast was anderes getan. Gehen Sie, gehen. Hallo meine Lieben, wir sind auf dem Weg nach Frankfurt zu dem Einweihungstermin. Ich habe noch ungefähr 300 Blätter dafür ausgedruckt, auch das Geld überwiesen. Und ja, ein Parkplatz ist für uns reserviert. Wir haben die Adresse, wir haben die Parkplatznummer. Okay, wir sind angekommen, das ist hier voll cool organisiert. Wir haben einen Parkplatz ja schon gehabt und zu finden war das Ganze auch ziemlich easy, weil eine Wegbeschreibung dabei war. Und ja, also von der Seite her bin ich jetzt schon mal total zufrieden. Mal gucken, was jetzt noch alles, ja, was hier noch alles zu hören bekommen. Was für ein Ausblick, das sieht so schön aus. Sag mal das M für Mama. Ein M für W. Nichts gegen Latte Macchiato, aber... Was ist denn das? Griff. Ich komme so. Wikinger. Aber wirklich, könnte auch direkt so ein Bier drin sein. Ja, so ein Krug halt. Ja. Prost, mein Freund. Like you smashed me with a hammer. I'm ready to see. We fell apart. I'm ready to. Also, Essen Teil 2. Diesmal ist der Idi dran. Und er hat. Ich habe bezahlt, wie viel? 10,50 Euro. Aber es war wirklich lecker für mich. Und Idi hat bezahlt 6,90 Euro. Ganz frische Minze drin. Und es riecht auch super lecker. Oh ja, so. Marokkanisch, so macht die Nora das. Guten Appetit, Schatz. So, und ich bin hier. Oh, hier, die kommen schon. Bitte, 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 bitte. Immerhin habe ich etwas jetzt umsonst. So, meine Lieben, wir sind zu Hause. Ja, es wird der Licht. Ja, wir haben nicht gefilmt, weil wir waren so unter Schock. Wir sind dann gegenüber, also wo der Anwalt war, ist gegenüber das Skyline Plaza gewesen. Dort sind wir dann hin. Ich habe etwas Kleines gegessen beim Mexican Grill und der Idi hat dann woanders was gegessen, weil ihm die Portionen dort zu klein waren. Muss ich gestehen, waren auch etwas kleiner, aber für mich genau richtig. So passte nämlich noch ein Kaffee. Ja. Ich habe euch gesagt, ich hoffe, ich werde schlauer nach dem Termin sein. Das hat fast 300 Euro gekostet. Eigentlich habe nur ich erzählt. Und der Anwalt hat mir zugehört. Zwei, drei Sachen auch erwähnt, die ich bereits wusste. Eigentlich hatte die ganze Zeit nur gesagt, ja, Sie haben recht. Ja, Sie haben recht. Genau so sieht es aus. Also durch Google, durch viel Lesen hatte ich sowieso schon genau den Plan, wie es richtig ist und dachte vielleicht etwas Neues zu erfahren. Leider nicht, aber dann doch. Ich weiß jetzt nämlich, wie viel das Ganze dort kosten würde und mit meinen 3.000, 4.000 Euro, die ich vorab dachte, dort bezahlen zu müssen, lag ich ziemlich falsch. Denn dazu kommt noch einiges mehr und wir belaufen uns dann auf ca. 12.000 Euro
Ja, ihr habt richtig gehört. 12.000 Euro. Ja, also es ist einfach so, dass wenn jemand überhaupt nicht weiß, wie das Ganze funktioniert, dann kann man das machen. Aber andererseits frage ich mich, wenn jemand vorhat auszuwandern und so wenig Plan hat, dass er bei diesem Anwalt dann etwas Neues erfahren hat, dann sollte er sich die Auswanderung vorher überlegen. Weil das macht dann natürlich keinen Sinn. Das sind wahrscheinlich solche Fälle, die dann pleite wieder zurückkommen. Ja, ich habe jetzt, ich weiß jetzt, manche, also eine Frage habe ich mir gestellt, ob es richtig ist oder nicht. Und die hatte mir beantwortet, das, was ich gedacht habe, ist auf jeden Fall richtig. Ich muss mir jetzt überlegen, welches Business ich dort richtig machen möchte. Gehe dann zu meinem Steuerberater, entwickle mit ihm einen Businessplan, der auf die nächsten 3 Jahre ausgelegt ist. Damit werde ich dann versuchen, mein Visum zu bekommen. Einzige Schwierigkeit wird sein, durch diesen, also man muss dann auf eine amerikanische Seite gehen. Und da gibt es dann viele Fragen, die ich auch damals bei meinem Visum ausfüllen musste. Das muss ich diesmal dann auch machen. Aber Vorteil ist, ich habe es ja schon einmal geschafft. Und zum Schluss ist es wichtig, dass man, wenn man vor diesen amerikanischen Menschen sitzt im Konsulat, glaubt an das, was ich ihnen erzähle und mag er mich. Das hat er gleich gesagt. Es ist wirklich so etwas Sympathie-Punkt. Und entweder es klappt oder nicht. Wir werden es versuchen und 12.000 Euro sparen. Dieser Antrag wird kosten $205. Ich glaube, da kommt noch ein Formular dazu. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man den auch bezahlen muss. Also die $205 werden auch bei diesen 12.000 Euro noch extra zu bezahlen. Das werde ich alles versuchen auszufüllen. Das wird vielleicht einen Tag dauern und ja, dann bekomme ich einen Termin, muss dann dorthin und dann wird mir ja oder nein gesagt. Aber bis wir soweit sind, muss ich erstmal ein Konto eröffnen in den USA und die Firma gründen. Ja. Oh, mein Kind ist wieder da. Dr. Schickler an der Gym. Celine? Mama? Ja? Und Johanna ist schon. Okay, alle Kinder sind da. Wir sind in der Stadt und jetzt geht es auf den Weihnachtsmarkt. Ich freue mich auch. Okay, also wir sind uns da sehr einig. Wir freuen uns alle. Tschüss.
Da die Kinder alle jetzt gerade gebadet haben, sind die nicht kameratauglich. Also meine Lieben, wir sind ja jetzt schon etwas länger zu Hause, aber ich, joho, ihr wisst, ich brauche gar nicht zu sagen, ich bin einfach krank und mega, mega schlapp. Und deshalb verabschiede ich mich jetzt schon. Ich habe nämlich kaum noch Kraft, irgendwas zu machen. Und werde mich noch abschminken, die Kinder Zähne putzen und mich mit dem dann hinlegen. Ich verabschiede mich jetzt schon hier von euch. Bis morgen.